Moin Leute, was geht ab? Zurück zu einer neuen Folge von Trainer Go. Wir sind heute nicht alleine am Start. Ich wurde ja gefragt, ob man in meinem Let's Play mitmachen darf. Ungerne, prinzipiell möglich, aber grundsätzlich erstmal nur für Freunde. Deswegen begrüße ich heute Paul. Hallo. Hallo. So, Paulette hat neulich auch auf diesem Server angefangen, beziehungsweise allgemein dieses Spiel erstmal richtig angefangen. Und ist nämlich ist noch ein richtiger Kacknoob, weswegen wir jetzt ein bisschen, weswegen wir ihm immer grundsätzlich Fragen beantworten und wir ein bisschen jetzt, während wir hier unseren Stuff machen und während wir gleich auch noch richtig kranke Dinge tun, Leute, wirklich kranke Dinge, mit Paul über Pokémon reden. Ne, Paul? Ja. Ja, Begeisterung ist da. Begeisterung pur. Freunde, wir haben letzte Folge haben wir gesagt, wir brauchen unbedingt unser Arceus. Oder war das vorletzte Folge? Keine Ahnung. Letzte Folge haben wir erstmal die hier auf jeden Fall gemacht. Da könnt ihr auf jeden Fall megamäßig gespannt sein, denn für den Livestream am Samstag kommt richtig fett krasser Stuff auf euch zu, weil ich habe mir einen Koffer bestellt. Dieser Koffer bzw. die Karten aus dem Koffer kommen dann selbstverständlich auch noch hier rein. Ist ja klar, habe ich ja gesagt, dass ich mir so eine schöne Mappe bestellt habe, wo ich dann auch die ganzen Pokémon-Karten schön einheften kann. Richtig nice auf jeden Fall. Dann die 100 Karten kommen ja auch irgendwann im Laufe der Zeit jetzt irgendwann an. Aber auf jeden Fall kommt dann erstmal der Koffer. Paul, hast du Pokémon-Karten? Nein, tatsächlich nicht. Was? Nein. Was? Denn? Da hatte jemand Was keine denn? Kindheit. Da hatte jemand keine Kindheit. Tut mir leid. Na gut, Paul ist auch 12 Jahre jünger als ich. Ja, gab's denn überhaupt noch Pokémon-Karten in der Zeit? Glaube nicht. Es gab schon immer Pokémon-Karten. Ja, aber ich meine jetzt so, wann, ob die so in waren oder so. Also, eher war da Match Attacks oder so. Match Attacks? Ja. Was ist denn Match Attacks? Das waren auch so Karten. Warte. Mit der, da konnte man sich, glaube ich, mit seinen Freunden oder so duellieren. Hatte ich nie keinen Bock drauf gehabt. Match Attacks. Was ist das denn für ein Bullshit? Aha, noch nie gesehen. Okay, Leute, ne, sagt ihr mir mal, ob ihr Match Attacks spielt. Ich habe davon noch nie gehört. So, wovon ich aber gehört habe, Hashtag Meister der Überleitungen, ist im Kampfpunkteladen mein Arceus-Fragment und die ganzen Stuff-Dinger. Und vor allem, Leute, wovon wir auch gehört haben, denn oh, diese Folge kommt so kranker Scheiß auf euch zu, Leute. Ihr glaubt das nicht. So, World Boss Laden. Ich hoffe, glaube, dass ich nur noch eins brauchte. Wenn nicht, weine ich. Ich brauchte nur noch eins! Ja! Freunde! Von dem mysteriösen Stein, weil ich habe heute beim World Boss nicht mitgemacht. Ich habe ihn verpennt. Freunde, wir entwickeln jetzt Pupita zu Motherfucking Despota. Glückwunsch. Das hört sich nicht gesund an, wie du das sagst. Dankeschön, es ist voll krass. Aber wisst ihr, was noch viel krasser ist, Leute? Wisst ihr, was noch viel krasser ist als Despota? Mega Despota! Dir geht's auch noch gut, ne? Mir geht's prima. Aber Leute, was wir auf jeden Fall machen müssen, ist die Attacken von Mega Despota erstmal hochpushen, was wir noch nicht getan haben. Aber wir haben jetzt einen fucking Mega Despota, Leute. Mit 106.000 Power hat dann jetzt Lucario überholt. Mega mäßig geil. Freue ich mich. Wir sind natürlich auch Mega Despota am Leveln, weil wir wissen ja alle, alle wissen wir das, dass wir ab Level 75 Despota zur Verstärkung brauchen. Deswegen wird das dann auch nochmal nice. Können wir Despota ein bisschen Equipment geben? Ja, minimal. Aber ich sage immer, haben oder nicht haben. Und Despota müssten wir auch im Level noch hinterherziehen. Hängt 8 Level zurück. Aber was viel wichtiger ist, und da gucke ich nämlich gerade mal, ob das denn möglich ist. So, Freunde. Uns fehlen jetzt für Arceus noch 610 Fragmente bzw. 400. Das heißt, ich mache jetzt gerade mal meinen Taschenrechner auf. So, da ist mein Taschenrechner. Seht ihr nicht? Super. Und dann tauschen wir ein.
14 Mew-Fragmente. 14. Plus 90 Mewtwo-Fragmente. Achso, wieso plus ich das eigentlich im Rechner? Ich kann auch einfach so gucken. Ich bin dumm. So, plus 2 Lugia-Fragmente. Kyogre lasse ich erstmal raus. Zekrom lasse ich erstmal raus. Rausch, genau. Reshiram lasse ich erstmal raus. Bye-bye Darkrai-Fragmente. Bye-bye Arctos-Fragmente. Bye-bye Riolu-Fragmente. Bye-bye Togepi-Fragmente. Bye-bye Entei-Fragmente. Bye-bye Metagross-Fragmente. Carpador. Schlicking. Und Viridium. Und Freunde, ich kann Arceus gar nicht beschwören. Wenn ich das... Oh, wisst ihr, was wir machen? Doch. Und zwar... Das nehmen wir, Freunde. Ich habe gerade gesehen, das Wesen war unglaublich scheiße. Jetzt haben wir ein cooles Wesen mit Minusverteidigung plus Initiative. Und deswegen... Erst ist Arceus auf dem Server. So, Leute. Here we fucking go. So, ich habe in den letzten Tagen auch schon ein bisschen gespart. Und zwar habe ich gespart an Dingsens. Man kennt es. So, Freundschaft. Dann Lugia können wir auch noch wohlwollend. Ab Level wohlwollend. Oh, nice. Da gibt es Initiative dazu. Wer schreibt mir? Okay. So. Dann, ne, das gucken wir uns gleich als letztes an. Als erstes pushen wir die Freundschaft von Arceus hoch. Da habe ich auch ein bisschen gespart. Ey, Paul, ich sagte, diese Folge ist so episch. Ja, wir sind jetzt, der ganze Server ist jetzt auf Buff, weil du deinen Arceus erhalten hast. Ja, stand ja da. Ja. So, Level 51. Mehr als 56 reicht leider gerade noch nicht, aber wir packen das Ding dann gleich direkt mit natürlich in die, ins, ne, ihr wisst. So, dann holen wir uns davon nochmal welche, weil die brauchen wir. Alter, haben wir da viele bekommen. Und dann machen wir Arceus Freundschaft 20. Wir brauchen Freundschaftsitems. Egal, fegen wir mal ganz fix durch. Nochmal 10 Mal. Nochmal 10 Mal. Weil ich habe mir die Energie heute auch aufgespart, Freunde. Ich habe heute nämlich nichts gemacht, quasi. Ich habe alles für Arceus aufgespart. Nochmal 11. Reichen 11 für Freundschaft 30? Nein, natürlich nicht. Reichen 8 jetzt für Freundschaft 30? Ja, gerade so. Dann brauchen wir neue Lebensfrüchte. 1. Wow. Oh, Level 67. 1. 2, nein. Reicht das? Nein, wir brauchen noch eine. Eine noch. Eine Lebensfrucht. Wir haben sogar 2 bekommen. Oh, Paul, das Glück ist hold mit uns. Ja, hast all mein Glück absorbiert. Ich musste heute 5-mal oder so warten, bis ich überhaupt eine Ruheglocke bekommen habe. So, wir haben jetzt gerade aber bei einem Trial 2 Ruheglocken bekommen. Deswegen ist Arceus jetzt Freundschaft 30. Und weil wir dumm sind, haben wir gerade unsere letzten Fähigkeitspunkte in Despotag-Punkt. So. Warum sind denn deine Leute dafür deshalb jetzt dumm? Weil ich dumm bin. Besser. Oder redest. Ja. So, Leute, dann können wir Arceus noch ein bisschen hochzüchten, denn Karten haben wir auch gespart. Arceus geht erstmal direkt für 1,5 Millionen auf plus 15. Und kriegt 36.000 Power dazu. Oh, guck mal, wisst ihr was? Wir machen es schon gleich plus 16. Dann kriegt es nämlich nochmal 3.600 Power dazu. Dann, ja, wie gesagt, die Punkte muss ich hier offscreen gleich ballern. Also was heißt gleich heute noch? Dann kennen wir das ganze Spiel mit den Fähigkeiten. Erstmal alle Fähigkeiten freischalten. Spam, 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 spam. Wir benutzen natürlich erstmal nur Einser-Fähigkeiten. Ist ja klar. Oh, Leute, es fehlen noch 2. 2 fehlen noch. Paul, 2 fehlen noch. 2 was? 2 Fähigkeiten. Stahlhaut. Käferabwehr. Ja. Elementarhaut. Windesschnelle.
Therapie. Haben wir keine, wir haben keine Einsatzfähigkeiten mehr. Flotte Beine. Energizer. Und was auch immer du für Fähigkeiten da redest. Hast du die noch nicht freigeschaltet? Meinst du die, die ab Level 45 oder so freigeschaltet werden? Mhm. Nein, ich bin jetzt Level 35. Bruh. Rage. Kraftverstärker. So, Freunde, wir haben alle Fähigkeiten gedeckt, aber ich würde gerne hier oben die erste nochmal rausbekommen. So, perfekt. Haben wir. Dann haben wir irgendwelche Vierer, Kraftverstärker, passive Angriffe. Wir haben nur Spezialangriff, ne? Wir haben nur Spezialangriff, das ist ja wack. Haben wir aber dennoch irgendwas, was uns helfen könnte? Könnte. Von den Dreierfähigkeiten auch nicht. Passive Spezialverteidigung. Das ist ja alles ein bisschen wack. So, das machen wir noch rein. Und dann sind wir erstmal auf 119.000 Power. Dann gucken wir uns hier an. Was hätten wir denn gerne? Spezialangriff steigt um 8%. Nein. Ja. Also ich hätte gerne Drachensprache oder Temposchub auf 3, Leute. Drachensprache oder Temposchub auf 3. Bitte. Paul? Ja. Drücken Sie Daumen. Die Daumen. Ja. Nein, nicht Temposchub 2. Nein, nicht IQ 2. Drachensprache 1. Ich glaube, es hackt. Nein. Aber du hast nur dein Glück eben verbraucht. Nein. Ja, ich habe 70 Versuche, also keine Sorge. Nein. Hört sich gut an. Nein. Jetzt habe ich nur noch 53 Versuche. Leute, die Karten schmelzen dahin. Nein. Das hört sich an, als würde es heute nichts mehr werden. Drachensprache 3. Danke, Paul, dass du es gesagt hast. So, Freunde, dann pushen wir DDV-Werte. Was wünschen wir uns? Wir wünschen uns Initiative oder Spezialangriff. Wenn eins von den beiden durchbrochen wird, dann ist das nice. Ich habe über 300 Steine. Verteidigung ist ja schön und gut, aber möchte ich nicht. Erstmal Initiative und Spezialangriff. Da rein geht jetzt alles. Nice. Spezialangriff haben wir. Leute, fehlt noch Initiative, bitte. Bitte. Wisst ihr was? Spezialverteidigung nehmen wir. Und jetzt suchen wir uns einen ziemlich hohen Initiativewert aus, der noch dazukommt. Alles über 100 nehme ich. Alles über 90 nehme ich. 89 muss reichen. So, dann sind wir hier schon mal bei 132.000 Power bei Arceus. Problem bei dem Ganzen ist jetzt allerdings, wir haben für Arceus noch keine Tafel, Freunde. Das heißt, wir müssen jetzt einen Metallmantel tragen, den aktuell Tobuts trägt. Was für eine Tafel? Eine Arceus-Tafel. Ist das so ein Item, das die tragen können? Mhm. So, Arceus ist jetzt bei 140.000 Power. Mega mäßig nice auf jeden Fall. Erstmal. Kann natürlich noch nicht in unser Hauptteam, aber wo es auf jeden Fall hin kann, ist jetzt erstmal ins Hauptquartier. Denn da tauschen wir dann Regirock gegen Arceus ein. Und dann ist das nice. Was man gerade noch gucken könnte, da hätten wir uns die ganzen Karten eigentlich sparen können. Trotzdem gucke ich gerade, ob man es machen könnte. Ob es sich lohnen würde. Giratina.
Basisvererbung auf Arceus. Es wären nur plus 53.000 Power. Nee, das pushen wir auch noch so hinterher in den nächsten 2-3 Tagen. Dann wird das kein Problem. Das heißt, jetzt, da wir unsere Arceus-Fragmente zusammen haben, habe ich Mr. Frost gesagt, dass er auch Erster sein darf, weil ich so ein liebenswürdiger, liebensnetter Mensch bin. Wir machen aber vorher, bevor wir jetzt noch eine 10-Erziehung machen, denn Leute, es kommt gleich noch eine 10-Erziehung. Überraschung, Überraschung. Machen wir noch unsere VMs auf. Machen da noch das auf. Und dann haben wir es soweit sogar schon. Was man dann gucken kann, ob morgen noch Arceus in den Blitztausch kommt, weil dann könnte man Arceus vielleicht sogar schon blitzen. Das wäre auch nice. Aber ansonsten, Freunde, Paul, drück die Daumen. Jetzt gibt es eine 10-Erziehung. Drück dir die Daumen. Und du hast ein Traunfungi erhalten. Traunfungi. Und ich habe vor allem ein Hornio erhalten und ein Pampam. Oh, das will ja jeder haben. Ein Hornio. Leute, steht da etwa unsere nächste Mega-Entwicklung im Raum? Freundschaft 5. Wir machen es schon mal zu Kokuna. Level 7. Eine Frage. Kann man Pokémon eigentlich auch irgendwie wegschmeißen? Du kannst die schmelzen. Und anders nicht? Nö, aber das Schmelzen ist doch sowieso die beste Möglichkeit. Außer man hat kein Gold. Paul, es gibt einen wunderschönen Goldtrick tatsächlich. Den musst du mir unbedingt verraten. Ich wollte gerade sagen, ich bin gewillt, ihn dir zu verraten. Aber vorher brauche ich noch ein paar Glocken. So, Kokuna Freundschaft 10. Dann pushen wir Kokuna nämlich jetzt schon mal hoch zu einem kräftigen Bibor. Welches Level brauchen wir denn? Okay, wir brauchen Freundschaftslevel 20. Ist kein Problem, I guess. So, Freundschaftslevel 17, 18, 19. Ich muss nochmal durchfegen. Hallo, das war nicht genug. Ich brauche noch eins. Hallo, ich brauche noch eins. Hallo! Wow. Ich habe keinen mysteriösen Weihrauch bekommen. Fick die Dicken. Tja, Leute. So viel zu unserer Theorie. Wir machen heute noch einen Kokuna. Tja, einen Bibor. Schade. Aber wir können da auf jeden Fall schon mal Rizeros zupacken. So. Und wir können da auch Gag-Arbor zupacken. So. Dann widmen wir uns wieder unserem Arceus. Nein, du wolltest mir noch einen Trick verraten. Ja, genau. Dann widmen wir uns natürlich dem Trick. So, Freunde, passt auf. Paul, du kennst das Kristalle sammeln. Ja. Hast du das heute schon gemacht? Marvin? Ja, Paul, hast du das heute schon gemacht? Ja, ja. Das ist nicht gut. Hab ich getan. Wieso? Weil es da einen Trick gibt. Du kannst bei... Und ich hab's noch nicht gemacht. Oh. Perfekt. Dann nimmst du jetzt deine... Ich hab's gemacht. Brrr. Dann merke dir für morgen. Du nimmst deine zwei stärksten Pokémon... Und ein Pokémon, was du noch nicht gepusht hast, also was quasi frisch ist, nimmst du da rein. Okay. Dann machst du, dann greifst du so lange an, beziehungsweise versuchst so lange anzugreifen, bis der Kristall langsamer ist als dein schwächstes Pokémon. Das heißt, bis der Kristall als letztes angreift. Wenn das der Fall ist, dann haust du durch. Vorher resettest du die ganze Zeit, weil so greifen deine Pokémon immer öfter an als der Kristall. Und so gibt es dann halt viel mehr Damage und viel mehr Kohle. Ah, okay. So, meine Lieben, wir haben jetzt 37 hochwertige Tickets und 70 normale Tickets. Guck mal, machen wir einmal Autofang, weil wir können es einmal kostenlos machen. Können nochmal einmal kostenlos machen. Hä, cool. So, dann überlege ich gerade. So, fuck off. Nochmal ein paar Diamanten, nochmal ein bisschen Energie gekauft. Haben wir nochmal 483 Energie. Ich bin gerade am überlegen, weil eigentlich fällt mir gerade auf,
muss ich ja jetzt erste Mal mein Hauptteam auf 67 hochziehen. Andererseits muss ich auch erstmal Arceus hinterherziehen, was mir ehrlich gesagt ein bisschen wichtiger ist. Deswegen ziehe ich erstmal Arceus hinterher als die anderen. Weil Arceus braucht das, Leute. Arceus hat Wohlwollen mit Mew. Leute. Ihr wisst doch alle, was wir im Computer haben. Wir haben doch ein Mew. Glückwunsch. Kriegst du nach 7 Tagen einloggen, solltest du auch haben. Ich bin noch keine 7 Tage dabei. So, dann machen wir erstmal kombinieren Level 5. Vierter Tag? Ich glaube mein vierter. Da ist Arceus nämlich auch nochmal ein bisschen stärker. So, Freunde, wie gesagt, die Punkte verprassel ich offscreen, sorry. Und dann machen wir jetzt nochmal, gehen nochmal auf Wildnis erkunden und machen da einen 10-fach-Überfall. Und dann haben wir krass, Alter. So, 1000 Diamanten. Wisst ihr, was wir einfach mal machen, Leute? Einfach, weil wir es können. Jetzt haben wir nämlich keine Diamanten mehr. Jetzt sind wir komplett out of Diamonds. Komplett out of Diamonds. Und uns fehlen noch exakt 2 Diamanten, um verbrauche 5000 Diamanten. 2. Das ist in der Tat belastend. Habe ich Champions League heute schon gemacht? Habe ich noch nicht gemacht. Cool, Leute. Da weiß ich ja, was ich offscreen mache. Gleich noch kurz. Allerdings, was ich so lange noch mache, ist, ich kann leider nicht mehr 10-mal, deswegen muss ich jetzt immer einzeln durchklicken. Vielleicht kriege ich da ja auch noch mal 2 Diamanten. Oh, sogar 4 Diamanten. Aber 4 Diamanten bringen uns nichts. So, dann haben wir noch ein paar Kombinationskarten. Und zwar 326 Stück, um genau zu sein. Und machen Arceus noch ein Plus höher. Und sind bei 148.000 Power für Arceus, Freunde. So, wie gesagt, Friendship wird steigen. Das machen wir auch höher. Das Viech muss fucking schnell werden. Ist es aktuell leider noch nicht. Aber... Eine Frage, bei diesem Nestjagd, die können ja, also du könntest ja jetzt mir quasi dabei helfen, wenn ich so einen Monster da beschwöre, ne? Ja. War das so gut. Hab so, für dich. Aber wir können Mew auf Kombinations 8 noch machen, das ist richtig nice, Leute. Das heißt, da kriegt es nämlich auch wieder Spezialangriff dazu, da kriegt es Initiative dazu. Bummels müssen wir Freundschaftsleveln, Freunde. Bummels braucht Freundschaftsleveln. Dann könnte man Bummels auch mitentwickeln für die weiteren Pokédex-Einträge. Freundschaft 20 brauchst, okay. Für Freundschaft 20 haben wir aber nicht mehr die nötigen Items, haben wir ja gerade schon herausgefunden. So, aber Bummels hat erstmal Freundschaft 15, das ist wichtig. Gibt es nämlich noch ein bisschen mehr KP dazu. Und so knackt unser Arceus die 150.000 Power-Marke. So, das war's dann auch. Arceus ist schneller als Lugia. RIP Lugia. So, aber die Frage ist, und das ist wieder eine Frage an euch. Haha, ich bin gut. Leute, was soll ich für Arceus eintauschen? Sagt es mir. Was ist wert, für Arceus eingetauscht zu werden? Oder lohnt es sich noch überhaupt gar nicht, solange ich keine Arceus-Tafel habe? Diese Frage und viele mehr werden sich in nächster Zeit beantworten. Ich bin aber auf jeden Fall erstmal raus. Mache jetzt, wie gesagt, noch eine coole Nestjagd mit. So, dann Lucario da raus, da Arceus rein. Dann kann ich da Lucario reinpacken? Oder ist Lucario stärker? Ja. Dann ist da Lucario stärker, dann packe ich das da rein. Und dann werde ich offscreen jetzt gleich die Champions League durchballern und mir noch ein paar Diamanten gönnen, damit ich meine 2 Diamanten noch voll bekomme, die ich benutze. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Mega nice Folge. Bin raus. Peace out. Tschüss. Und danke, Paul, das wollte ich noch sagen. Und tschüss.